Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über den zweiten Patch, den Suicide Squad Killer Justice League, das kürzlich erhalten hat. Wir werden uns die Patch Notes auf Deutsch anschauen, die habe ich mal wieder für euch sporadisch übersetzt dabei. Aber wir werden auch einige Hintergründe besprechen und eine Einschätzung habe ich auch noch dabei. Ich weiß nicht, ob ich damit wirklich richtig liege, kann natürlich sein, ich irre mich. Aber ein paar Punkte möchte ich dazu doch mal anmerken. Also starten wir durch. Zuallererst mal kurz einen Screenshot für euch, das aus dem offiziellen Discord. Und ihr könnt hier einfach mal ganz grob ablesen, wie die Reaktionen momentan zu diesem zweiten Patch sind. Es wurde hier geupdatet, verlinkt auch die Patch Notes. Die findet ihr bei mir auch im Beitrag hier. Den werden wir gleich noch angucken zusammen. Aber ihr seht hier, also 264 Daumen nach oben, aber 85 Daumen nach unten. Dazu auch nochmal 45 mal ein weinendes Gesicht. Totenschädel, weiß man nicht, wie man es interpretieren soll. Herzchen gibt es aber auch. Ihr seht, es ist so, ich weiß nicht, ganz grob würde ich mal sagen, zwei Drittel, ganz grob vielleicht, sind okay, gut, passt schon. Aber mindestens ein Drittel, wenn nicht gar mehr als ein Drittel, ist jetzt nicht so begeistert von den Sachen, die mit dem Patch gekommen sind. Das ist, glaube ich, auch etwa der Eindruck, den ich jetzt mal subjektiv erhalten habe. Denn in den Kommentaren, obwohl ich noch kein Video zu diesem Patch gemacht habe, habe ich in den Kommentaren Feedback bekommen, dass viele eben keine Probleme beheben konnten. Also dieser Patch hat bei vielen nicht dazu geführt, dass sie plötzlich ein gutes Multiplayer-Erlebnis haben oder sowas in der Art. Aber sie haben sich hier an die Leute gewendet, haben gesagt, der Hauptfokus von dem Patch liegt darauf, eine Reihe von Problemen anzugehen, auf die Spiele seit dem Start gestoßen sind. Verschiedene Abstürze, Fortschrittsblocker, Verbindungsprobleme und mehrere Verbesserungen auf der Serverseite. Die speziell vorgehobenen Punkte sind für Spieler, die Probleme beim Versuch des Einloggens haben, glauben wir, dass dieser Patch das Problem für einige lösen wird, nicht für alle. Wir untersuchen weiterhin die Ursachen dafür und werden zusätzliche Fix in den kommenden Patches haben. Für Spieler, die Leistungsprobleme, Verbindungsabbrüche beim Spielen im Multiplayer erleben, hatten wir auch schon im Stream, haben wir eine Reihe von Problemen in diesem Update behoben und die Spieler sollten Verbesserungen sehen, wenn sie mit anderen Leuten zusammenspielen. Wir untersuchen auch die Veröffentlichung einiger zusätzlicher Server-Hotfixes, die wahrscheinlich noch kommen werden im Laufe der Tage. Diese zielen auch darauf ab, das Matchmaking weiter zu verbessern und Fehler beim Beitritt zu Online-Sessions zu reduzieren. Also hier werden wahrscheinlich noch ein paar Updates aufgespielt, die keine Downtime erfordern, einfach weil es direkt auf den Server drauf gehauen wird. Wir sind uns bewusst, dass es andere Probleme gibt, die mit diesem Patch noch nicht angegangen wurden, aber wisst, dass wir laserfokussiert darauf sind, kritische Probleme so schnell wie möglich zu lösen. Wir haben weitere Fixes auf dem Weg in zukünftigen Updates. Wir beabsichtigen, später in der Woche mit unserem wöchentlichen Entwickler-Update zu folgen, um etwaige Fragen zu beantworten, die ihr zum Inhalt dieses Patches haben könntet. Also jetzt sammeln Sie Feedback und dann werden Sie wieder einen Entwicklerbrief schreiben und dazu Stellung nehmen. Wir gehen jetzt gleich noch auf die Inhalte ein oder zumindest auf die wichtigsten Inhalte vom Patch. Davor möchte ich allerdings kurz sagen, was ich für einen Eindruck habe. Leider, ich bedauere es, habe ich den Eindruck, dass sie nicht schnell genug vorankommen mit der Behebung von diesen sehr wichtigen Problemen. Ich weiß nicht, woran das genau liegt, einfach an der Komplexität, dass sie es einfach erörtern müssen und viel Zeit dafür brauchen. Oder dass sie vielleicht auch teils als Team ein bisschen angeschlagen sind von dem Release und von dem Feedback und so weiter. Ich meine, ich bedauere es persönlich sehr, ich feiere das Spiel immer noch sehr. Ich habe viel Spaß daran, auch jetzt nach insgesamt über 50 Stunden zocken, weiß ich, okay, das ist ein cooles Game, macht Spaß. Und ich stehe zu meinem Review zum Beispiel auch, obwohl ich dafür jetzt auch kürzlich im Stream kritisiert worden bin. Ich denke, was dieses Spiel abbekommen hat, ist sehr, sehr, sehr skurril teilweise, weil ich glaube, dass Rocksteady nicht so ganz zumindest damit gerechnet hat, was entgegengeschlagen wurde. Zum Beispiel das Problem mit der Regenbogenflagge, die drin hing und es eigentlich anscheinend so viele Kevin Conroy-Fans gibt. Und ein User hat mir zum Beispiel kommentiert, dass das doch wieder so eine krasse Sache ist. Ich blende euch das Kommentar vielleicht ein. Kevin Conroy war homosexuell, ja? Und dass vielleicht die Flagge für ihn da drin hängt. Also quasi viele Spieler feiern anscheinend Kevin Conroy und schreiben gerne Rest in Peace drunter. Aber mit der Tatsache, dass dieser Mensch homosexuell war, plötzlich und dann eine Regenbogenflagge, hat man ein Problem. Meine Meinung zu einer Regenbogenflagge mal ganz abgesehen. Ich meine nur die Tatsache an sich. Das zweite Ding ist, dass sie, glaube ich, nicht damit gerechnet haben, dass es wegen der Story so viele Probleme gibt. Sie dachten wahrscheinlich, oder so würde ich denken, die Leute, die nur Mainstream sind und, sag ich mal, mit dem DC-Universe nicht viel anzufangen wissen, die werden sich nicht so extrem daran stören, dass
was mit der Justice League passiert und die vielleicht sterben, so wie es der Titel sagt. Da sie ja nicht quasi seelisch verbunden sind mit Batman und so, ne? Dann haben sie aber gedacht, die Leute, die Hardcore-Fans sind von dem DC-Universe, die wissen, und das hat mir nämlich auch ein User zuletzt kommentiert, dass, oder ich sag mal so, ich habe danach auch nochmal wo drauf geschaut und es ist eigentlich allgemein bekannt im DC-Universe, dass Brainiac viel mit Klonen macht. Also die Die-Hard-Fans, ja, die richtig krassen Batman, Superman, dies und das, Fans vom DC-Universe sollten eigentlich wissen, was Brainiac so anstellt und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er sich eine Klonarmee hergestellt hat oder zumindest irgendwelche Experimente durchgeführt hat mit den echten von der Justice League. Dass es diese Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, aber diese anscheinend mega krassen Insider-Fans haben anscheinend doch nicht so viel Insider-Wissen, dass sie das wissen. Ich bin selber kein DC-Insider, aber ich habe mal kurz ein bisschen rumrecherchiert und gesehen, okay, wer sich mit DC-Universe befasst, der müsste das wissen. Ja? Also da sieht man auch, dass diese brutale Fanhaftigkeit auch extrem aufgesetzt ist. Das heißt, wir haben es hier einfach mit sehr doppeldeutigen, paradoxen Verhaltensweisen zu tun, mit ganz krassen Oberflächlichkeiten, mit Mitläufertum zu tun, was dieses Game auch teilweise als Negativfeedback bekommen hat. Und ich glaube, aber das schieben wir mal auch beiseite, ich glaube einfach nicht, dass Rocksteady mit dieser Art von Reaktionen in der Community, dass sie damit nicht gerechnet haben und deswegen vielleicht auch ein bisschen aus der Bahn geworfen wurden. Jetzt aber mal kurz zum Patch, ja? Gehen wir mal davon ab von dem Thema. Das war jetzt gerade nur meine Meinung, meine Einschätzung von der ganzen Sache, wie ich sie gerade wahrnehme. Die Mayhem Mission wurde auf 9000 Prometheum erhöht, also von 3000. Sie haben mir eine starke Erhöhung gemacht, was ihr an Prometheum bekommen könnt. Ich weiß nicht, also ich persönlich habe kein Problem mit Prometheum. Ich weiß nicht, ob ihr eins habt, aber auf jeden Fall ist es für die Leute jetzt einfacher, an Prometheum zu kommen. Wie ihr seht, neue Prometheum-Belohnungsmengen und Geardrops. Ja, dann jedes Tier gewährt auch mindestens einen legendären Gegenstand. Das heißt, sie haben die Beute verbessert und die Prometheum-Belohnung verbessert. Das Ausschalten der Hit-Squads, also der Squad, den Brainiac sendet ab einer gewissen Stufe, wurden auch die Gear-Drops erhöht von Raising Hell. Diese Drops können nur legendäre oder Notorious Items sein. Also nur legendär oder Notorious, nichts drunter, so wie ich das verstehe. 3 Items, 4 Items, 5, ja. Also hier auch die Drops erhöht und verbessert, dass es hier einfach mehr Wiederspielwert gibt, das auch zu tun. Feinde in Hex Support Squad werden primär erstmal für die Schildernte in den Zustand versetzt, anstatt für Brennen zum Beispiel priorisiert. Das ist gut, weil so hat man natürlich dann auch die Chance, die Feinde schneller zu killen, weil man ja hier nur mit Schildernte wirklich die Feinde auch kaputt machen kann. Wenn die stattdessen die ganze Zeit brennen und man kann nicht die Schildernte machen, ist das natürlich ärgerlich. Das ist gut, dass sie das gemacht haben. Und die DPS-Werte für Notorious und Infamy Firearms wurden aktualisiert, also die Waffen in der jeweiligen Stufe Seltenheit konsistent zu machen. Green Lantern Infused Chopper Scoot Lex Mission. Da wurden halt einfach Maßnahmen vorgenommen, die das Gameplay oder das Spielgefühl oder die Mission auch das Erlebnis verbessern sollen. Und hier haben wir halt dann auch eine Riesenliste an Bugfixes, was ich ja primär erstmal gut finde. Ich glaube nicht, dass wir diese trockene, schnöde Liste hier durchgehen sollen, aber ich zeige es euch einfach mal, falls ihr es durchlesen möchtet, könnt ihr das natürlich auf dem Blog tun. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber ich denke, es ist primär schon mal gut zu sagen, dass sie viele Bugs behoben haben in diesem Patch. Eine ganze Liste von Bugs. Die Liste ist deutlich länger als beim ersten Patch. Hier ist also mehr angegangen worden als beim ersten Update, was das Game an sich betrifft. Und ja, das ist schon mal wenigstens positiv hervorzuheben. Ich bin jetzt einfach gespannt weiterhin natürlich, wie lange das noch dauert, bis es im Multiplayer flutscht, ja, dass das Online-Spielen wieder geschmeidiger läuft. Es gibt auch Leaks, die ich an dieser Stelle vielleicht kurz mit reinpacken möchte. Miller Ross hat was geleakt von den Patch-Files, nämlich hat gesagt, dass es etwas darauf hindeutet, dass sie an etwas arbeiten, was ein PvP-VE-Modus ist, der vielleicht mit Season 1 kommt. Ich weiß nicht, ob das die Strongholds sein könnten. Möglich wäre es, dass es dann ein PvP-VE-Modus geben könnte. Daran wird irgendwas oder wurde irgendwas verändert über die Patch-Files, so wie ich das rausgelesen habe. Das ist etwas, was wenigstens auch noch an interessanter Neuerung dazu kam. Und ansonsten, Leute, lasst mich gerne natürlich in den Kommentaren wissen, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr jetzt ein besseres Spielgefühl? Hat der Patch für euch irgendwas verbessert?
sitzt ihr noch fest und könnt euch nicht connecten, könnt das Spiel nicht starten, könnt nicht mit anderen zusammenspielen. Wie sieht die Lage aus bei euch? Ich bin gespannt aufs nächste Mal und natürlich freue ich mich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es wird besser und ja, mehr kann man glaube ich nicht tun. Also hoffen in diesem Sinne. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.